Urheberrecht reformieren. Dieses Angebot ist in deinem Land nicht verfügbar. Eine frustrierende Ansage, wenn man auf einen Livestream oder eine Mediathek aus einem anderen Land zurückgreifen will. Das liegt an den Lizenzen, die für viele audiovisuelle Produkte oftmals nur national vergeben werden. Die EU arbeitet an einem neuen europäischen Rahmen für die Vergabe dieser Lizenzen. Blockaden sollen so in Zukunft nicht mehr ohne weiteres möglich sein. Wichtig bleibt allerdings, dass Urheber auch in Zukunft für ihre Leistung eine faire und gerechte Bezahlung erhalten. Schnelles Internet, auch im ländlichen Raum. Die EU will einen schnellen Zugang zum Internet überall in Europa garantieren. Bislang können nämlich nur 59% der Europäer auf schnelle 4G-Netze zugreifen. In ländlichen Gegenden sind es sogar nur 14%. Die EU will gezielte Anreize für Investitionen in den Ausbau dieser Netze schaffen. So sollen weiße Flecken auf der Landkarte verschwinden. Auch bei uns vor Ort. Wenn ihr Lust habt, daran mitzuarbeiten, schreibt uns eure Ideen, eure Kritik oder eure Anregungen unter folgende Adresse: